Sie können die Kapazität des Reso erweitern, indem Sie die Erweiterung namens Reso Plus verwenden, welche eine elektrische Verbindung zwischen zwei Reso-Packs ermöglicht. Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Installationsanleitung gründlich durch. Sobald Sie einen Ort gefunden haben, der allen Installationsbedingungen entspricht, legen Sie die Sicherheitsausrüstung an, die im Installationshandbuch angegeben ist. Es sollten zwei Plätze für Reso-Packs, einen Batteriewechselrichter und ein Reso Plus in der Installation vorgesehen werden. Prüfen Sie jede Komponente des Reso Plus-Pakets. Im Paket finden Sie Reso Plus, zwei Schrauben und zwei 12-Volt-Stromkabel. Stellen Sie sicher, dass Sie die Akkus und deren Wechselrichter ausgeschaltet haben, bevor Sie Reso Plus installieren. Die DIP-Schaltereinstellungen des Akkupacks müssen auf LGC Multimode gestellt werden. Entfernen Sie die Gummiabdeckung und stellen Sie die DIP-Schaltereinstellungen auf LGC Multimode. Entfernen Sie die obere Abdeckung des Reso Plus, indem Sie die vier Schrauben in den Ecken des Geräts lösen. Entfernen Sie die Bank BMS-Platine, indem Sie die vier Schrauben an den Ecken der schwarzen Metallplatte lösen. Die Platine besitzt empfindliche elektronische Komponenten, welche vorsichtig behandelt werden müssen. Achten Sie darauf, dass die Platine an einem sicheren Standort aufbewahrt wird, während Sie Reso Plus an der Wand befestigen. Bestimmen Sie die Einbaulage mit Hilfe der Befestigungslöcher, welche sich oben links und unten rechts am Gerät befinden. Bohren Sie Löcher in die Wand für M8-Dübel. Die Bohrtiefe muss mindestens 50 mm betragen. Stecken Sie die Dübel in die Wand. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 8 Newtonmetern an. Lösen Sie die großen Kabelanschlussbuchsen und die Schrauben der Leistungsklemmen. Führen Sie das Kabel durch die großen Kabelanschlussbuchsen und verbinden Sie selbige mit den entsprechenden Leistungsklemmen. Ziehen Sie zuerst die Schrauben der Leistungsklemmen an, danach die Kabelanschlussbuchsen. Nachdem alle Stromkabel angeschlossen wurden, bringen Sie die Platine wieder an und ziehen Sie selbige mit M4-Schrauben auf 1 Newtonmeter fest. Die Platine muss sorgfältig behandelt werden. Lösen Sie die kleinen Kabelanschlussbuchsen M12 für die Erdung. Von den unteren vier Anschlussbuchsen sind zwei für die Erdung vorgesehen, genau wie die auf der rechten Seite des Geräts. Führen Sie das Massekabel durch die drei M12-Buchsen und verbinden Sie sie mit M4-Stiftschrauben. Die Verschraubungen fest anziehen. Verwenden Sie die beiden mitgelieferten 12-Volt-Stromkabel für die Stromversorgung des Reso Plus von den beiden Akkupacks. Verbinden Sie zuerst das 12-Volt-Kabel mit dem entsprechenden Reso Akkupack und führen Sie das Kabel durch die Mitte der drei kleinen Löcher auf der rechten Seite des Akkupacks. Führen Sie dann das Kabel durch die Buchsen. Lösen Sie die kleinen Anschlussklemmen unten am Reso Plus und führen Sie das Stromkabel ein, um es zu verbinden. Achten Sie darauf, die Plus- und Minuskabel nicht zu verwechseln. Plus ist weiß und Minus ist schwarz. Entfernen Sie die blauen Ösen. Führen Sie das Kommunikationskabel durch die Aussparung ein und verbinden Sie es mit der Platine. Fügen Sie die Ösen wieder ins Gehäuse ein. Dichten Sie die Seiten des Gehäuses von innen mit Dichtungsmittel ab. Stellen Sie sicher, dass es keine Lücken gibt, sodass die Öse und das Kommunikationskabel perfekt abgedichtet sind. Befestigen Sie die obere Abdeckung wieder und ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 1 Newtonmeter fest. Schalten Sie beide Reso-Packs ein, indem Sie die Sicherung zuerst aus- und dann wieder einschalten. Die drei Anzeigeleuchten des Reso Plus zeigen an, dass die Installation korrekt durchgeführt wurde. LG Chem empfiehlt für das Firmware-Update des Reso Plus, eine der in der Installationsanleitung angegebenen Speicherkarten zu verwenden. Öffnen Sie die blaue Kunststoffabdeckung auf der linken Seite des Reso Plus. Stecken Sie die Speicherkarte ein und drücken Sie den roten Knopf 3 Sekunden lang. Die Leuchten gehen von links nach rechts an. Wenn das Update korrekt durchgeführt wurde, sind am Ende alle drei Leuchten an. So sieht die fertige Reso Plus aus, wenn sie mit den beiden Akkupacks und dem Wechselrichter verbunden ist.